Beispiel einer Schulnote von 1 bis 6 würde ich diese Map eine Schulnote geben. Naja. Ich sag mal so eine 2 oder so. Weil ich sag ja eine 2, weil bei den einen Verschiebung ist da, wenn man den Bus verschieben wird, zum einen am Ort, da gibt es eine Haltestelle, wo der Bus dann im Wandern ist und auf dem Boden ist. Es ist ein kleiner Fehler halt. Und das dann immer, wie man eben der Stadt sehen konnte, gleich auf dem Haltestellen gibt. Aber auf jeden Fall finde ich die Map sehr schön. Echt toll, hat Haufen Linien. Es macht sehr viel Spaß hier durch auf der Map zu fahren. Also ich kann es jedem empfehlen. Und ja. Also ich könnte mir eigentlich nichts Besseres vorstellen. Finde ich sogar besser als Feldheim. Jedenfalls, Fazit ist, die Map ist super, klasse. Wir sind keine Fehler auf. Kommen die Objekte angefehlt oder Fokusverletzung oder sonst was. Jedenfalls ist die Map, lohnt sich. Ja, weiß ich. Also diese Map lohnt sich zu downloaden. So, wir sind an einer Haltestelle angekommen. Alles okay. Mit die lässt von der Kotarstraße bis zur Neudecker Weg, bis zum Neudecker Weg hatten wir kleine Verspätung gehabt durch Stau oder Zählung von mir oder so ein Scheiß. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wie viele Haltestellen sind denn das eigentlich? Das sind sehr viele. Gut. Steigt alle aus. Und ich werde mal das ändern. So, jetzt mal hoch weg und hin und das reicht dann, ne? So, Fahrplan abgebrochen. Wir werden jetzt keine Linie mehr annehmen. Dann sind alle ausgestiegen. Ich hoffe es. Und wir werden nochmal auf dieser Map fahren. Mit einem anderen Bus. Also, Fazit zu diesem Bus. Dieser Bus ist sehr schön gemacht. Richtig Detail, also da wurde Liebe reingesteckt von allerfeinsten. Also Respekt. Ich kann mich nicht beklagen. Vielleicht gibt es irgendwann hier so ein Mod für dieses Imbissgerät. Oder vielleicht auch ein Mod für diesen Thermometer hier. Was mir gerade ausfällt, dass der nicht funktioniert. 21 Grad haben. Das sind Kleinigkeiten. Ne? Also, da solche GH. Uhr funktioniert auch sehr gut. Ne? Also, wüsste nicht, was das genau. Sound ist in Ordnung, also alles picobello in Ordnung.
So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hinfahre, aber wir stellen unsere Karre hier am besten ab. So. Finger liegt an Krabs. Eigentlich wie immer, ne? Da ja die Textur nach Laden gut. So. Gut, dann lasse ich jetzt mein Bus einfach stehen. Bremse, zack, Tür auf. Zack, zack. So. Falls jetzt jemand fragt, wo geht die Elektrizität an, da drückst du hier diesen Knopf und zack, alles aus. Ich muss ein Licht ausmachen und ja, das war's eigentlich schon. So. So, das war's an meiner Stelle. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Abend, einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder eine schöne Nacht, wann ihr es auch immer angucken mögt. Wir werden in der nächsten Folge auch wieder auf dieser Map sein, mit einem anderen Bus, ich weiß aber nicht welchen. Und ich sag erstmal Tschüss. Bye bye.